ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zurück in Nadi und ja, ich habe meine Tage auf Mana sehr genossen. Ich habe nicht viel gefilmt, weil ich auch nicht so viel gemacht habe. Ich habe einfach die ganze Zeit nur am Strand rumgelegen und bin schnorcheln gegangen und ja, das halt einfach den ganzen Tag so. Am letzten Tag, also an meinem letzten ganzen Tag, habe ich noch beim Mittagessen ein ganz nettes Pärchen aus der Steiermark kennengelernt und mit denen habe ich dann einfach noch den ganzen restlichen Tag verbracht. Und ja, falls ihr das mal irgendwann sehen sollte, hallo ihr beiden. Und ja, wir sind dann an diesem Tag noch auf die andere Seite der Insel gegangen und das sind wir vielleicht 5 Minuten gegangen. Also da wird einem mal bewusst, wie schmal diese Insel eigentlich ist, wenn du dann einfach mal 5 Minuten hingehst auf die andere Seite. Und das war ja wie ein Privatstrand, weil hier einfach kein Mensch da war. Tja, wir sind dann schnorcheln gegangen und oh mein Gott, das war so schön. Ich werde euch hier gleich dann die Bilder einblenden, weil das war richtig schön und es war einfach keine andere Menschenseele da. Es war um einiges schöner als im Great Barrier Reef und ich habe so viele verschiedene Fische gesehen und blaue Seesterne. Nicht nur irgendwie so ein oder zwei, das sind so viele gewesen. Und ein nicht aufgeblasener Kugelfisch und einen Hai. Oh mein Gott, ich habe einen Hai gesehen, aber der war, weiß ich nicht, keine Ahnung, einen halben Meter oder so. Ich dachte. Mit dem Boot wieder hier zurück auf eine der 2 Hauptinseln gekommen. Jetzt bin ich im Aquarius on the Beach. Das ist auch direkt am Strand, aber der Strand hier sieht einfach nicht so einladend aus. Es ist der Sand nicht schön und irgendwie sieht das Wasser auch so braun aus. Keine Ahnung, also irgendwie nicht so, dass du sagst, wow, ich möchte jetzt unbedingt reingehen und paradiesisch würde ich es auch nicht bezeichnen. Das war eine verrückte Fahrerin, die ist dem Auto vor uns immer so knapp drauf gefahren. Ich habe schon Krachen gesehen, also puh. Gott sei Dank bin ich jetzt hier heil angekommen. Jetzt bin ich, wie gesagt, in diesem Port Denaro, oder wie man den ausspricht. Und das ist dieser ganze Hafen, dieses ganze Hafengebiet ist komplett irgendwie
umzäunt und abgesperrt, so wie ich das jetzt mitbekommen habe beim Hinfahren. Also da ist richtig so ein Schranken, wo du dann reinfahren musst. Und da sind auch wirklich die teuren Resorts jetzt hier. Also wirklich ganz schicke Villen überall. Jetzt muss ich euch mal kurz was erzählen, und zwar war ich gerade in so einem Art Souvenirshop und habe eben Postkarten gesucht, und die hatten einfach total schöne, bunte, lange Kleider und auch so, ja, so luftige Sachen einfach. Und ja, ich stand einfach gerade bei den Postkarten und wollte wieder zurück zu den Kleider gehen und einfach mal da mal durchsehen. Und ja, da kam so ein Fijianer auf mich zu, der eben auch dort in dem Job gearbeitet hat, und hat mich gleich voll angequatscht und irgendwie dann auch gefragt, von wo ich bin und ob ich alleine bin und ob ich verheiratet bin. Und ich, Vollidiot, habe gesagt, dass ich nicht verheiratet bin, obwohl ich das schon ein paar Mal gelesen habe, unter anderem in diesem Frauenreisen-Solo-Buch, dass man einfach Ja sagen soll, dass man verheiratet ist und dass der Mann gerade irgendwo anders ist. Und ich, Vollidiot, sage Nein. Und dann hat er gleich irgendwie gefragt, na, was ich heute Abend mache. Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und wo ich hier irgendwie, in welcher Unterkunft ich bin. Und er würde mich heute Abend aufs Kava einladen. Also Kava ist so ein, ich glaube, das ist eine Wurzel, das zu den Pfeffergewächsen gehört. Das wird auch Rauschpfeffer genannt. Das wird irgendwie so verarbeitet, dass man es trinken kann. Und man wird dadurch irgendwie, ja, einer sagt, man wird da irgendwie entspannt, der andere sagt, man wird da komplett high davon. Also, und ich habe dann dankend abgelehnt und meinte, ob ich ihm meine Telefonnummer geben könnte. Ich dachte mir schon, scheiße, wo bin ich denn da jetzt reingeraten? Und ich habe ihm dann einfach gesagt, dass ich einen Handyvertrag habe, dass ich nur so eine Prepaid-Card habe, wo ich nur ins Internet gehen kann, aber nicht telefonieren kann. Und dann meinte er, ja, bei der Unterkunft kann ich sicher telefonieren, er gibt mir seine Nummer. Ich habe gesagt, nee, danke, also eigentlich habe ich keine Lust. Und ja, ich bin dann eigentlich dann nur mehr raus aus dem Geschäft, und ich habe da bei diesen Gewändern gar nicht mehr geschaut, weil ich irgendwie, das war einfach unangenehm, wenn, weiß ich nicht, wenn der mich die ganze Zeit beobachtet, was ich hier irgendwie kaufe und keine Ahnung. Also, aber Notiz an mich selbst, das nächste Mal, ja, ich bin verheiratet und der Mann ist einfach gerade irgendwo. Also das wollte ich jetzt mal kurz erzählen. Und die andere Sache ist, ich habe mir zwei Postkarten gekauft. Marken, das ist schon eine schwierigere Sache. Ich habe jetzt hier ein bisschen durchgefragt. Der eine meinte, ja, das ist im nächsten Geschäft. Der andere, ja, in diesem Geschäft. Dann war ich bei der Info, der hat gesagt, irgendwie Downtown in der Stadt. Und ich sollte da einfach mit dem 1-Dollar-Bus reinfahren. Jetzt muss ich da mal schauen, wo der weggeht. Und ja, das wird doch ein Abenteuer werden, weil hier sind ja irgendwie nicht wirklich Bushaltestellen und auch keine Zeiten und nix. Irgendwie der keine Ahnung, wo ich hinfahren sollte. Und mir ist dann eingefallen, dass ich auf der Maps.me-App eine Fidschi-Karte heruntergeladen habe und habe mit ihm eingeschaltet, damit ich ungefähr weiß, wo ich hinfahre. Und der Bus ist dann irgendwo mal in die falsche Richtung gefahren und hat dann bei so einer riesen Bushaltestelle gehalten. Und da mussten wir alle aussteigen, und der stand nicht da und wusste einfach nicht, wo ich hin sollte, in welchen Bus ich steigen sollte, weil ich ja komplett falsch war. Das waren laut Navi noch 8 Kilometer weit zu fahren. Ja, ich habe da einmal geschaut, ob ich da vielleicht irgendwo irgendeinen Infoschalter oder irgendwas finde, und war natürlich nichts da. Dann hat mich ein Local gefragt, wo ich eben hin müsste, und ich habe ihm gesagt, Bulla, ich habe ihm gesagt, dass ich eben zur Post müsste, und er hat gemeint, ja, da vorne ist die Post. Und er soll mitkommen, er zeigt es mir. Und ja, ich habe den jetzt mal vertraut, weil es ist ja helllichter Tag und hier sind 1000 Leute. Also wenn es irgendwo in eine Gasse reingeht, wäre ich sowieso abgehauen. Naja, an jedem Fall hat er mich einfach, ja, zur Post gebracht und hat doch irgendwie gemeint, ich sollte nachher zu irgendeinem Markt kommen und keine Ahnung. Und ja, ich habe dann noch gesagt, ich überlege es mir, ob ich da hinkomme. Und ja, jetzt habe ich, also ich werde natürlich nicht hingehen, weil
jetzt doch ein bisschen komisch noch ist, irgendwie da so ein Local zu vertrauen. Ja, ich habe Postkarten, Marken bekommen für meine Postkarten, habe jetzt geschrieben und abgeschickt. Mal schauen, wie lange die brauchen nach Hause. Und jetzt laufe ich wieder zurück zu dieser Bushaltestelle und hoffe, ich finde irgendeinen richtigen Bus, der mich wieder zurück in meine Unterkunft bringt. So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt wieder zurückgefunden. Und das war eigentlich gar nicht so schwer. Ich bin einfach da zur Bushaltestelle hin und habe da gleich den ersten Bus, der dort gestanden ist. Der hatte irgendwie vorne so ein Schild mit, ja, mit irgendwas und dann stand da Vailola oder so ähnlich. Und da habe ich mir gedacht, das muss der richtige sein, weil diese Straße, wo ich eben hier bin, die heißt Vailola. Und habe dem gefragt und er gesagt, ja, da fährt er vorbei. Sehr gut. Bin einfach reingesprungen und ja, $1 gezahlt. Und jetzt bin ich wieder hier im Zimmer und ja, genieße einfach ein bisschen die Klimaanlage, weil es ist so heiß draußen. Ciao! Thank you.